kleinen Vampir und wir sitzen hier und warten auf den kleinen Vampir. Heute kommt die 11. Folge. 20. Dann sind es noch 2. Ne? Das war ja schon ziemlich, ging ja schon ziemlich rund letztes Mal. Wo hörte letztes Mal die Folge auf, Tim? Als Anton hingefallen ist und Anna wollte ihn aufheben. Und da waren sie auf der Party, nicht? Auf dieser Vampirparty. Hast du denn schon mal eine Party gefeiert? Ja. Ne? Ja. Was macht ihr dann so? Geburtstagsparty? Weiß ich nicht. Spiele? Und da gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat? Ich mag jedenfalls nicht Kartoffelsalat. Aber Würstchen? Ja. Und ich mag Kartoffelsalat. Was gab's denn heute zu Mittag bei dir, Tinker? Fischstäbchen mit Kartoffelpüree und Ketchup. Bei dir? Und bei mir also ich habe noch gar nicht gegessen. Was? Dann bist du ja hier mit grummelndem Bauch, ne? Das ist aber, man kann sich aber besser konzentrieren, wenn man nichts gegessen hat. Wie heißt es so schön? Voller Bauch studiert nicht gar. Ne? Ihr müsst ja jetzt gleich lesen. Ne? Ja, du gehst doch auch demnächst auf eine Party, ne? Eine richtige Disco-Party. Am Freitag. Um 17 Uhr fängt es an. Ja. Mensch, um 21 Uhr hört es. Da machst du ja alle Kinder neidisch jetzt. Die können da ja nicht hin. Stell mir vor, die würden da alle hinkommen, die jetzt zu gucken. Das ist schön. Es ist morgen. Morgen? Ja, morgen und den Freitag. Ja. Gut, okay. Das jetzt wollen wir auch nicht mehr verraten, wie gesagt. Sonst feiert ihr eure eigene Party. So, jetzt haben wir das mal so gemacht wie im Theater, nicht? Jeder hat ein bisschen Text und ihr sprecht das so wie in einer verteilten Rolle und ich höre zu. Also. Die Vampir-Party ist immer noch im vollen Gang. Anton, der sich als Vampir verkleidet hat, damit er dabei sein kann, hat Angst, als Mensch erkannt zu werden. Das wäre nämlich schrecklich. Also versucht er möglichst heimlich aus der Vampirhöhle zu verschwinden. Dabei wollen ihm Rüdiger und Anna helfen. Bloß auf dem Friedhof treibt sich Vampirjäger Geiermeier herum, um endlich bei seiner Jagd Erfolg zu haben. Schauen wir mal, was passiert in der heutigen Folge. Geiermeier ist überall!